Ich lebe für den Kampf. Nur dann fühle ich mich lebendig. Gibt nichts Besseres. Ja, musstest du auch schon mal nackt kämpfen, hä? Hallo und willkommen zurück zu Far Cry 4. Bevor wir die nächste Kampagnenmission machen, wollte ich noch sehen, was es mit diesen Bombenentschärfungsmissionen auf sich hat. Ich meine, es könnte ja sein, dass es so wie in der einen Story-Mission, wo wir das Kloster verteidigt haben, sein wird, dass wir einfach verhindern müssen, dass die an bestimmten Punkten Bomben setzen. Aber, ich glaube, ich irre mich. Um was für Vorräte geht es genau? Nanu? Okay. Ja. AJ kriegt keine Antwort. Auch gut. Naja. Also wie gesagt, ich kann mich ja auch ganz gut irren. Huch, ich habe hier doch eigentlich einen Wagen noch stehen gehabt. So ein Mist. Futsch. Nein. So, keine Lust, dass der mir noch Ärger macht. Also ich glaube tatsächlich, dass es, dass diese Bombenentschärfungsmissionen etwas anderes sein könnten. Deswegen, da wir die vorher auch noch nicht gemacht haben, dachte ich mir, komm, ich will ja sowieso die erste Nebenmission von jeder Art aufnehmen, von daher sollte schon passen. Okay. Ein weiteres Mal durch das wunderschöne Kyrat. Ach ja, übrigens, frohe Ostern. Heute ist ja jetzt Ostersonntag. Oh, ey. Und ich habe richtig schlecht geschlafen, muss ich sagen. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich so ein typischer Morgenmuffel bin. Ups. Das war vielleicht nicht so schlau. Bloß entdeckt. Oh, der kommt auf die Bomben, wurde geschlafen. Okay, ich wusste gar nicht, dass ich mich anschleichen sollte. Sehr gut. Ups, Sniper, nein. Das ist jetzt schlecht. So, oh, da ist noch einer. So, hinter mir ist noch einer. So, Mist. So, okay. Was soll ich jetzt machen genau? Shit. Oh Gott. Ey, doch nicht nachladen, AJ! Oh Gott! Nee, das schaffe ich garantiert nicht mehr. Oh, shit. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich alle drei Bomben dann entschärfen musste. Mist! Ich versuch's noch, aber schaffen werde ich es garantiert nicht. Ja, nee. Ganz vergessen. Hupp! Ja, Bomben explodiert. Naja, Plural? Ist ja jetzt nur noch eine übrig gewesen, ne? Oder sind die Bomben miteinander verlinkt? Wenn eine hochgeht, gehen alle hoch, oder was? Bluetooth-Bomben. Ja, was soll's. Versuchen wir es diesmal besser. Dann hole ich meinen Bogen raus und schleiche mich diesmal ein bisschen mehr an. Vor allem, ist das nicht das gleiche Kloster, das ich vorhin noch befreit habe? Wieso sind hier jetzt schon wieder Royal Army-Soldaten? Menno. Kaum befreit man einen Punkt, schon wird er wieder erobert. Ups, Alter. Nope. Und du musst auch weg. So. Okay. So, Nummer 1. Okay. Naja, die Sniper, die taugen ja nicht gerade viel. Da oben stehen zwei von denen, halten Ausschau und die entdecken mich hier unten gar nicht, wie ich zwei ihrer Kollegen erledige. Die Royal Army? Okay. Okay, das war jetzt ein bisschen knapp zu. Ja, hoffentlich. Seht überall nach! Ich will wissen, verteilt euch und sucht! Ah, okay, ich sollte es nicht riskieren, rumzulaufen. Kann man den schon von hier aus sehen? Nein, leider natürlich nicht. Aufschluss! Wir wissen nicht, was da draußen ist. Ich will, dass ihr den Mörder findet. Los, na los! Oh, da habe ich einen gesehen. Deck mich, ich geh runter. Wow, shit. Boah, das war knapp. Kurz bevor er Alarm schlagen konnte. Hui. Ja gut.
Sind also tatsächlich ein kleines bisschen anders. Die Missionen. Aber durchaus auch eine willkommene Abwechslung. Also eigentlich auch wieder so eine typische Schleichmission. Man muss nicht unbedingt schleichen, aber man erleichtert es sich. Weil innerhalb von einer Minute alle Bomben zu entschärfen, ja, eigentlich kriegt man das hin. Ich hätte es auch hinkriegen können, aber ich habe mich da wieder, habe da wieder ein bisschen Panik gekriegt. Aber ja, wenn man halt keinen Alarm auslöst, dann macht man das sich um einiges einfacher. Ups, das war jetzt schlecht. So. Mist. Beweg dich nicht so viel. Shit. Das gibt's doch nicht. Da, ja. Sehr gut. Ich glaube, das waren schon alle, ja. Zumindest sind keine mehr auf meinem Radar. Perfekt. War schön. Ja, also geht doch. Ach, da oben ist die Bombe doch. Mist. Oder? Hm? Ah, da. Guck mal. Zack. Und fertig. Entkomme aus dem Gebiet. Ja. Ist eigentlich nicht mehr notwendig. Ich habe schon alle erledigt. Ich kann hier gar nicht mehr entdeckt werden. Normalerweise wird einem das Gebiet doch angezeigt, aus dem man entkommen soll. Hallo. Also jetzt bin ich ja wohl ein. Dankeschön. Okay. Bombenentschärfung Erfolg. Schön. Ja gut, war doch ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe. Gut, dass ich das vorsichtshalber aufgenommen habe. Gibt ein paar Rupien, ein bisschen Erfahrung. Ja, alles in allem doch ziemlich schön. Oh, und da sehe ich gerade einen Truck der Royal Army. Kommt er auf mich zu? Ja, sehr schön. Zack, Kopfschuss. Sehr gut. Ja, warum nicht, ne? Wenn der mir schon so schön entgegenkommt, dann kann ich den auch eben zum nächsten Außenposten bringen. Gut gemacht. Na, jetzt müssen wir nur noch diesen Gott. Truck abliefern. Lässt er sich schwerfällig steuern. Ich markiere den Übergabepunkt auf deiner Karte. So, komm. Ja. Boah, ey, die Trucks, die lassen sich richtig schwerfällig steuern. Da merkt man zugegebenermaßen schon das Gewicht von den Dingern. Ist gar nicht so leicht. Also ich habe sowieso ziemlichen Respekt vor Busfahrern und LKW-Fahrern, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wie die es ständig schaffen, die ganzen Kurven zu nehmen und auf den engsten Straßen noch so zu fahren, dass vom Gegenverkehr noch ein Auto an ihnen vorbeifahren kann. Ich finde das bewundernswert. Ich könnte das gar nicht. Ich habe mich sowieso schon gefragt, wie es möglich sein kann, dass ich Auto fahren lernen konnte. Das habe ich mich davor die ganze Zeit gefragt. Wie zum Teufel soll ich es hinkriegen, Auto zu fahren? Das ist bestimmt super kompliziert. Das kriege ich doch nie im Leben hin. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Was vielleicht auch zum Teil daran gelegen hat, dass ich permanent Albträume gehabt habe, in denen ich im Auto gesessen habe und im Prinzip einen Unfall nach dem nächsten gebaut habe. Klar, weil ich mir noch nicht großartig vorstellen konnte, wie man überhaupt fährt, wie man überhaupt fahren soll. Obwohl ich zugeben muss, dass ich selbst jetzt, wo ich weiß, wie man fährt, trotzdem noch diese Albträume habe. Also die Fähigkeit, fahren zu können, hatte das nicht gerade besser gemacht. Okay. Bonus XP und Rupien erhalten. Munition aufgefüllt. Sehr gut. Ja, eine ziemlich gute Sache, wenn man diese Dinger zurückbringt. Kann man mal machen. Alles klar. Gut. Boah, ordentlich Zeug. Sehr schöne Sache. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, sobald ich wieder beim Haus der Gales angekommen bin, weil ich glaube, da machen wir die... Ja, da ist die nächste Mission wieder mit Yogi und Reggie. Alles klar, wir sehen uns dann gleich in dem Haus. Boah, ey, guckt euch mal diese Landschaft an, das ist ja unglaublich. Wow. Also ich weiß schon, warum die Gales hier oben ihr Zuhause errichtet haben. Die Aussicht ist fantastisch. Hoffentlich überlassen mir die beiden jetzt das Haus. Will ich jetzt mal ganz schwer hoffen, ey. Ich will es zurückhaben.
AJ, fordere mal ich dein... Ich lebe noch, ihr Schweine! Ich weiß, du nimmst Donalds Liebe, was er getan hat, aber wir hatten keine Wahl! Ja, keine Wahl! Und ich bin Yogi, du Sack! Ich würde dich trotzdem gern töten. Hör mal, ich verstehe, wenn du Reggie ein neues Loch machen willst. Wir sitzen in diesem Scheißland fest wie du, okay? Die haben unsere Pässe und zwingen uns, Leute zu verarschen! Wie dich! Und nach Indien können wir auch nicht zurück, nach dieser Sache mit der Kuh. Kühe? Ja, Kühe. What the fuck? Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar? Echt jetzt? What? Ja, es war... Guck mal, guck. Wir dachten nur, wollte bloß reden. Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde. Ach. Natürlich, du hast doch gegen ihn gewettet. Oh. Ich habe nur technisch gesehen gegen ihn gewettet. Ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne. Ihr meint Schwede. Ich dagegen hab dir vertraut. Hab auf dich gesetzt, Freund. Siehst du an? Und das teile ich natürlich gern mit dir. 60-40. 40-60? Kollege. Na gut, nimm einfach alles. Hast es dir verdient, nachdem du mit wehen der Fahne kämpfen musstest. Oh, sehr beeindruckend. Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp. Das war voll Gladiator. Ich würde sagen, voll 300. Ihr zwei haut jetzt ab. Raus aus meinem Haus. Ich ziehe hier wieder ein. Und legt ihr euch noch einmal mit mir an. Dann erschießen wir Donald? Ich bin Yogi. Tütchen? Raus. Klar. Gib uns eine Sekunde zum Packen. Sehr geil. Wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Aber zuerst? Oh Gott, ey. Das war ja eine richtig lustige Szene. Super. Was war hier drin? Ah, ist aber noch nicht keiner vorbei. Von diesen Tankers? Ja, Schlauberger. Was ist damit passiert? Nun, das ist eine tolle Geschichte. Ja, oh je. Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Nein, Kurzfassung. Angekommen in Kyrat. Frisch vom Boot sozusagen. Und neugierig auf die örtliche Selbstanbauerszene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nee, nicht im geringsten. Es war ein netter alter Guru, der uns die Glubschaugen öffnete. Genau. An dem Tag hatten wir ein Kräuternirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist des alten Kyrat. Des alten Kyrat. Eigentlich ist es eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kyrat? Leute. Oh Mann, ey. Die Kurzfassung, ja? Gut, ja? Zurück zum Thema. Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tanker, der immer an dieser Wand dort hing. Und wo ist er jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kyrat verstreut. Doch, natürlich. Das war noch nicht das Ende. Der Alte verkaufte uns eine Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von hier. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar. Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten Bauart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaube, wir haben uns damit eine Tüte gedreht, aber keine Angst. Oh. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ja, genau. Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? Die Szene ist der Hammer gewesen. Super gut. Raus hier. Ich würde euch trotzdem gerne töten. Oh, herrlich. Ich meine, what the fuck? Wieso hängt mir da unten die Waffe so quer? Das sah jetzt komisch aus. Naja. Finde den Tanker. Tanker. Irgendwas. Alles klar. Boah, ist aber weit entfernt. Na, das wird ein Weg. Oh Mann, ey. Ich komme immer noch nicht auf diese Szene klar. Die war ja super. Eigentlich war ich auch am Anfang total pisst auf die beiden Penner. Aber dann habe ich gemerkt, okay, die haben mich scheinbar zu einer Frau geführt. Wobei ich auch nicht weiß, ob das deren Absicht war oder nicht. Die haben mich quasi zu der Frau geführt, die in der Lage ist, mich in Paganmins Festung reinzuschleusen. Ach, den Truck lasse ich jetzt in Ruhe, keine Lust.
Ich will jetzt Story machen. Ups. Naja. Und ja, aufgrund dieser Möglichkeit war es eigentlich... Ich meine, die hätten mir ja schon einen Wink geben können. Man hat ja jetzt gemerkt, okay, die wussten, dass man mich nackt in die Arena schmeißen würde. Also so ein kleiner Tipp von denen wäre schon nett gewesen. So, ey, yo, nicht erschrecken, wenn du gleich komplett nackig aufwachst, ne? Das gehört zur Show dazu. Irgendwie sowas, halt so ein kleiner Wink. Nö, gar nichts. Stattdessen, ja, wie die es schon gesagt haben, musste ich Gladiator-mäßig richtig ums Überleben kämpfen, ey. Ich hatte echt Glück, dass die Dame mir da eine Klinge im Sand versteckt hat. Ohne Klinge wäre ich echt am Arsch gewesen. Aber so richtig. Das ist sowieso total schlimm. Das ist auch eine der wenigen Stellen, wo man sich denkt, okay, ist gut, dass es ein Ego-Shooter ist, weil ich muss jetzt auch nicht alles sehen. Nackten AJ. Ja, wer weiß, je nachdem wie das aussieht, wäre das vielleicht für die Damenwelt etwas, aber sei es drum. Ich kenne ja auch ein anderes Spiel, wo der Hauptprotagonist nackig ist und wo man auch in Ego-Perspektive die ganze Zeit rumläuft. Das ist ehrlich gesagt ein Spiel, das ich ziemlich gerne auch Let's Playen würde, obwohl ich das bereits durchgespielt habe. Aber ich würde es euch ziemlich gerne mal zeigen. Ich finde das Spiel eigentlich an sich ziemlich nett. Hat nur ein paar Euro gekostet im PlayStation Network. Ist wahrscheinlich auf Steam oder auf... Ups. Halte die Royal Army davon ab, die Vorräte der Rebellen zu sprengen. Oh. Okay. Machen wir mal eben. Wow. Ich gehe. Oh shit! Ah! Schon wieder Bomben? Verdammt! Immer diese verdammten Bomben, ey! Schnell entschärfen. Da ist die andere. Komm schon! Hallo! Das gibt's doch nicht! Oh, Manno! Okay. Ja, ich habe gesehen, da war auch ein Jäger mit dabei. Aber selbst die haben gegen eine Shotgun nicht viel einzuwenden. Ich muss echt sagen, die Jäger sind eigentlich eine ziemlich nette Neuerung. Also so eine Art Gegner gab es in Far Cry 3 noch nicht. Zumindest kann ich mich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass es so eine Art Gegner gab. Die in der Lage sind, Tiere herbeizurufen. Nach einer Weile... Wenn man sie markiert hat, verschwindet die Markierung wieder. Ziemlich geile Sache, da haben sie sich was einfallen lassen. Anstatt einfach mal nur einen richtig dick gepanzerten Kerl einzufügen oder sonst irgendwas. Ist ja langweilig. Ach ja, Momentchen. Ich vergesse das die ganze Zeit, deswegen, ich mach das jetzt mal eben. Wir haben wieder einiges an Skillpunkten, 13 Stück, also wie ihr seht, ich... zwischen den Parts, da mache ich noch einiges an Nebenmissionen, natürlich von der Art, die ich euch bereits gezeigt habe, die ihr sowieso schon kennt. Ja, und wie ihr seht, zahlt sich das ziemlich aus. Ein paar Bären habe ich in der Zwischenzeit auch erledigt, damit ich den Köderbeutel upgraden kann. So, jetzt benötige ich das Fell von Gulo. Jetzt brauche ich also im Prinzip nur noch Schneeleopardenfell und danach nur noch legendäre Tiere. Das bedeutet im Prinzip, alle Felle, die ich in Zukunft einsammle, kann ich getrost verkaufen. Außer halt die von Schneeleoparden. Von denen ich immer noch kein Jagdgebiet habe, aber das wird schon noch kommen, denke ich. So, was ich auf jeden Fall haben will, ist den schweren Takedown. Drücke R3, um einen Flammenwerfer oder MG-Schützen zu erledigen. Das sind die ganz dick gepanzerten Kerle. Und ja, auf diese Art und Weise kann ich die auch aus dem Hinterhalt mit einem Messer erledigen. Ihr erinnert euch ja an das eine Mal vielleicht, wo ich in einem Außenposten gewesen bin und ich habe schön gezielt alle Gegner außer den schweren MG-Schützen erledigt. Und ja, danach war ich halt nicht in der Lage, den von hinten mit dem Messer zu erledigen und musste ihn daher quasi regulär erledigen. Das ist
Das muss ich mir ab jetzt nicht mehr antun. So, Magazin-Jongleur wäre auch ziemlich gut. Das Nachladen bei allen Waffen geht viel schneller. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Fahrzeug-Takedown ist, denke ich mal, auch... Ist bestimmt ziemlich lustig. Fahr seitlich an ein gegnerisches Fahrzeug heran und drücke R3, um den Fahrer und Beifahrer zu töten. Sieht bestimmt cool aus. Ketten-Takedown. Schalte mehrere Gegner nacheinander mit Takedowns aus. Das hört sich auch nett an. Ich will aber ehrlich gesagt hierauf sparen. Der Schlüssel nach Norden muss ich dafür erfüllen. Das könnte dauern, bis ich diese Mission habe, aber ich will auf jeden Fall so mindestens 4 Skillpunkte mir zurückhalten, damit ich mir halt mein nächstes Gesundheitsfeld kaufen kann. Oder soll ich Notoperationen machen? Das ist ja eigentlich auch nicht übel. Ich weiß nicht. Nee, ich lasse es erstmal so. Oh, ich sehe jetzt auch schon einen neuen Glockenturm. Setze deine Reise durch Shangri-La fort, indem du den nahegelegenen Tanka findest. Sieh dich nach einem Pfad um, der zu einem Tempeleingang führt. Ups, hoppla, ich bin jetzt... Hä? Hätte ich jetzt woanders langfahren müssen? Ach komm schon. Wenden. So. Wie habe ich das denn jetzt hingekriegt? Ach so, da ist. Ja gut. Dann einfach aussteigen. Gut. Dann schauen wir mal. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil mit diesen beiden, mit. Wie heißen die? Yogi und Reki? Heißen die? Guck mal ganz kurz. Ja, Yogi und Reggie. Bei den beiden kann man ja scheinbar mehrere Missionen machen, die sich jetzt bestimmt alle darum drehen, dass man diese Tempel findet und dieses Bild wieder zusammensetzt. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Wenn das schon zerrissen wurde, dann dreht sich wahrscheinlich jede einzelne Mission darum, einen Teil davon wieder zu beschaffen. Dann hat man am Ende alles wieder schön in seinem Häuschen hängen. Ups. Royal Army? Tatsächlich. Oh, ein Jäger. Momentan ist keine Hilfe verfügbar. Momentan ist keine Hilfe verfügbar. Ist mir doch wurscht. Muss jetzt auch nicht sein. Guck mal, die Markierung, die ist schon kaum sichtbar. Upsa, holla, die Waldfee. Das war jetzt ein Sturz. Ja. Solange einen die Jäger nicht entdecken, sind sie eigentlich keine großartige Bedrohung, muss ich sagen. Da macht das, glaube ich, schon eher Spaß im Open Combat quasi. Also ganz offen gegen die anzutreten. Hallo, darf ich drehen? Jawohl, sehr schön. 6 von 5. 6 von 40. 6 von 5. Ja, super. Ich und Zahlen. Okay. Hier muss ich jetzt echt. Hier muss ich jetzt runterklettern? Wie gehe ich nochmal runter? L2, genau. Oh, wow. Das sieht nicht sehr einladend aus. Statue leuchtet mir so blau. Das ist mir unangenehm. Ja, und jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Soll ich hier hoch? Schauen wir mal. Ach, Moment. Ich gucke nämlich gerade auf die Uhr und so langsam ist es auch schon an der Zeit, den Part zu beenden. Deswegen verabschiede ich mich an der Stelle von euch und wir sehen uns dann zum nächsten Part von Far Cry 4, wo wir diese Höhle erforschen werden. Bis dann!